Liebe Maria, ich freue mich, dass du da bist bei mir. Es ist so schön. Ich genieße die Zeit mit dir wirklich sehr. Und es ist so schön zu sehen, wie es dir Tag für Tag besser geht. Amen. Ja, Fortschritte jeden Tag. Amen. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ja. Und du läufst jetzt auch schon wieder gut. Ja, noch mit einer Krücke, aber die wird auch bald weg sein. Aber das ist ja schon wirklich ein großer Fortschritt. Ein großer Fortschritt. Wenn ich überlege, dass das Ganze erst ein paar Wochen her ist. Ja. Wunderbar. So, du bist jetzt hier bei mir. Das habe ich jetzt schon sehr genossen. Ab morgen bist du jetzt dann in Pforzheim. Was hast du denn noch so alles so in deinen Gedanken? Ich weiß, nach Plänen darf ich dich ja nicht mehr fragen, denn wir planen ja nicht. Das haben wir gelernt das letzte Mal. Ja, also es sind noch einige Termine mit Personen, die Seelsorge wollen, aber auch Richtung für ihr Leben. Und dann werde ich noch ein Seminar geben. Da wird auch die Erika, Pritzkau, mit mir sein. Und zwar am 13. und 14. September. Und zwar bist du schon ein Jünger Jesu oder noch auf einem religiösen Trip. Und es wird sein am Biedenkopferstraße 68 in Eschenburg. Mhm. In Eschenburg, ja. Und wir freuen uns sehr, wenn viele kommen. Aber ich glaube, es dürfen nur 25 vor Ort sein. Mhm. Der Rest darf sich mit Zoom einschalten. Und vielleicht hast du Zeit. 13. und 14. September. Ja. Das kann man bei dir auch auf der Homepage, glaube ich, sehen, in den Termin. Ne? Also da kann man dann auch sehen, wo man sich anmeldet. Ja, alles. Ja, das ist doch wunderbar. Dann bin ich noch fast 2 Wochen in Südtirol. Mhm. Und da freue ich mich sehr. Die wollen, dass ich in einer Schule spreche, in der katholischen Kirche. Dann eine Stunde im Rundfunk in Bozen und dann noch im Finchgau und im Gröntal. Ganz liebe Freunde dort, die haben jetzt auch erst vor kurzem eine Vision für Afrika International Italien gegründet. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar. Okay. Die kommen jetzt auch nach Afrika, um sich das Ganze anzuschauen. Und wir sind so dankbar für alle Menschen, die eine Liebe für die afrikanischen Kinder haben. Und da kann ich nur sagen, Gott sei Dank für die vielen Menschen in Deutschland, Österreich, Schweiz und jetzt auch Italien, die sich hier zusammenschließen als Familie Gottes, um Tausenden von sehr armen Kindern, weisen Kindern, aber auch sonst sehr armen Kindern, eine Zukunft zu geben, eine Hoffnung zu geben. Und ich wünsche mir nur, dass, wenn du ein Kindlein sponsorst, dass du dann auch kommst und dieses Kind besuchst. Das ist immer ein Augenblick, wo ich keine trockenen Augen mehr behalten kann, wenn hier Afrika und Europa sich in solcher Liebe verbindet. Ja. Schön. Gut, und ihr könnt gerne schreiben an Vision für Afrika in Imst und wir schicken euch auch gerne Patenschaftsunterlagen, sodass du ein Kind unterstützen kannst. Wir sind nicht begeistert, wenn Kinder aus Afrika adoptiert werden und da ist auch der Präsident nicht dafür, weil wir entwurzeln, die Afrikaner. Mhm. Es ist ein ganz anderes Leben in Afrika wie in Europa. Aber wenn du dahinter stehst, damit dieses Kind in seine Bestimmung, in seine Berufung kommt, dann hast du ganz viel Reich Gottes gebaut. Mhm. Nicht nur für Afrika, auch für Europa. Mhm. Denn ich glaube, die Afrikaner haben noch einen ganz hohen Auftrag, ein Segen für die ganze Welt zu sein. Mhm. Schön. Ja. Ja, die Menschen dort stark zu machen, wo Gott sie hingestellt hat. Amen. Ne? Amen. Darum geht es ja. Amen. Darum Amen. Geht's. Ja. Ja, sehr schön. Die Zeit, wo du jetzt bei mir warst, war schön zu erleben. Nicht nur das, was du sagst, sondern dass du das ja auch alles lebst, was du sagst. Danke. Und das ist so schön. Und da habe ich total von profitiert. Und jetzt habe ich gedacht, jetzt könnte ich dich ja mal herausfordern. Das tue ich gerne. Ja, das tue ich sehr gerne, genau. Du sagst ja immer, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Amen. Jetzt müssten wir dich mal ein bisschen beschneiden, das hast du ja eigentlich auch nicht so gerne, dass du, wenn ich dir einen Begriff sage und dass du da relativ kurz, also nicht ganz kurz, nicht einen Satz jetzt, dass du mir da irgendwas, aber dass du relativ kurz uns mal so deine Gedanken sagst zu bestimmten Dingen. Ja. Und da habe ich mir jetzt zum Beispiel überlegt, was sagt Maria Prejean über Glaube? Ja. Ja, da kann ich nur eine Begebenheit
wiederholen, die mir vor vielen Jahren passiert ist. Ein Amerikaner hat zu mir gesagt, Maria, ich glaube, du hast ein nicht sehr fundiertes Wissen über Glauben. Mhm. Du glaubst, Glauben heißt nichts wissen. Wenn man sagt, ich glaube, morgen regnet es, dann ist man nicht ganz sicher. Ja. Hat er gesagt, Glaube ist viel mehr. Und da möchte ich dir eine Geschichte erzählen. Und zwar hat in New York ein Seiltänzer zwischen zwei Hochhäusern ein Seil gespannt und ist die ganze Woche darauf herum spaziert, also er hat geübt für seine Samstagabendvorstellung. Und ein Pensionist hat ihm zugeschaut. Mhm. Und der Pensionist, der hat nur gezittert und gepippert, ob der das wohl schafft. Und nach einigen Tagen sagt er, der Kerl geht auf dem Seil sicher wie ich auf der Straße, den muss ich jetzt treffen. Und dann trifft er den Seiltänzer und sagt, also ich habe sie bewundert, die ganze Woche. Sie gehen auf dem Seil mit einer Sicherheit, mit einer Genauigkeit, mit einer Präzision, mit einem Frieden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Mhm. Dann sagt der Seiltänzer, danke für das Kompliment. Und der Pensionist sagt, sie werden am Samstag eine einmalige Vorstellung haben. Gut. Dann sagt der Seiltänzer zu dem Pensionisten, heute habe ich mir überlegt, ich würde gerne am Samstag da einen Schubkarren darüber schieben. Würden Sie sich hineinsetzen? Mhm. Der Pensionist hat natürlich entsetzt. Nein, er sagt, ja. Gut, der Seiltänzer hat es angenommen. Mhm. Am Samstag saß ein junger Mann in dem Seil, in einem Schubkarren. Mhm. Der Seiltänzer schob einen Schubkarren über das Seil und ein junger Mann saß darin. Und der Pensionist konnte fast nicht mehr atmen, der hat geglaubt, jetzt passiert das große Malheur. Aber die sind gut auf die andere Seite gekommen und er ist dann auf die andere Seite hinüber und hat dort wirklich den jungen Mann, der da drinnen saß, entsetzt gefragt, hast du nicht Angst gehabt? Sagt er, nein. Sagt er, warum nicht? Das war doch mein Papa. Und ihr Lieben, dein Glaube wird so stark sein, wie deine Beziehung zu deinem himmlischen Vater. Glaubst du deinem himmlischen Vater? Dann nimmst du sein Wort auch ernst. Dann nimmst du Gott beim Wort. Und er liebt es, wenn wir ihn beim Wort nehmen. Wisst ihr, Gott kann zwei Dinge nicht machen. Er kann nicht lügen und er kann die nicht enttäuschen, die ihm glauben, die ihm vertrauen. Und da möchte ich ganz kurz aus dem Hebräerbrief was lesen, denn es ist ja das Wort Gottes, das uns trägt. Hebräerbrief. Auf das Wort Gottes kannst du dich stellen. Er kann dich nicht belügen. Hebräerbrief 11, da heißt es, Vers 1, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Denn durch ihn haben die Alten Zeugnis erlangt. Und da könnt ihr lesen von den Helden des Alten Testamentes, von Abel und Henoch und Noah und Abraham, wie die ihr Leben gelebt haben, im Glauben an den lebendigen Gott und haben seinen Anweisungen vertraut. Und dann heißt es noch in Vers 6, ohne Glauben. Und wisst ihr, der Glauben ist hier. Hier ist Wissen, da ist Glauben. Durch Glauben, ohne Glauben, aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Ich habe mich entschieden, dem Wort Gottes mehr zu glauben, als meinen Gefühlen, als meinen Erfahrungen, als der Meinung um mich herum. Ich vertraue Gott und er lässt mich nie im Stich. Und das möchte ich dir jetzt auch empfehlen. Glauben heißt einfach dem, der das Wort spricht, hundertprozentig vertrauen. Ohne Wenn und Aber, ob ich es verstehe oder nicht, mag oder nicht, gebetet habe dafür oder nicht. Ich sage, Papa, du hast dich verpflichtet, dass alle Dinge, alle zum Besten zusammenwirken. Für die, die dir glauben, die in dir vertrauen. So, Glauben, glaube ich, müssen wir alle ganz neu entdecken, denn wir haben uns mit unseren Kapazitäten ins Zentrum gestellt. Wir müssen Gott mit seinen Fähigkeiten ins Zentrum stellen. Und dann ist nichts unmöglich.
Wir müssen uns in die Schubkarre setzen. Amen. 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 Und loslassen. Ja. Der Kerl kann sich anklammern, je mehr sich anklammert, umso schwieriger ist es für den Vater. Ja, ja. Sondern je entspannter er in diesen Schubkarren sitzt, umso sicherer kommt er ans Ziel. Ja. Amen. 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 Sehr schön. Ja. Und so bete ich, dass Millionen Menschen in diesen Zeiten, wo Glaube so wichtig ist, durchbrechen in ein Glaubens-Liebesverhältnis mit Gott. Shalom, shalom.